perfekter Start für den Tag. Meine Bahn ist direkt da hinten und ich muss sofort zu der Haltestelle. Ey, erster Vlog heute, let's go! Heute geht's nach Göttingen. Wir treffen uns heute das erste Mal mit Basti. Das ist heute auf jeden Fall ein richtig geiler Tag. Ich freue mich auf jeden Fall, wir gehen zum Level Up. Wir sind gerade noch ein bisschen in der Bremer City auf entspannt. Es geht gerade ab zum Bahnhof. Ich glaube, so zwei Haltestellen muss ich noch fahren. Wir sind hier gerade so schön am Fahren. Genau hier ist es, wo ich euch davon erzählt habe. Hier sind die Bremer Schulden, ey. Eieiei. Man ist Tourist, fährt hier hin und das erste, was man sieht, sind erstmal die dicken Schulden, Digga. Nicht wie schön die Stadt ist oder so. Erstmal Schulden. Hier zum Beispiel ist die Bremer City da hinten. Das ist auf jeden Fall, die geht mal rein und dann ist man direkt in der Bremer City. Ja, und hier sind wir auch im Bremer Hauptbahnhof. Hier hole ich gleich meinen Zug ab. Ich hole mir auf jeden Fall noch was Leckeres zu essen, ey. Also ich muss hier unten diesen Zug hier nehmen, den um 6.38 Uhr. Ich gehe mir jetzt hier beim Bäcker was auf entspannt holen. Ein paar Brötchen und so. Gib ihm. Welt, Digga. Mein Zug ist schon da. Mit Frühstücken wird wohl jetzt nichts. Aber wir setzen uns lieber mal rein, damit ich hier auf entspannt auch ein Ticket finde. Wurde sich gesaved auf Ehre. Wir fahren jetzt nach Göttingen und dann sehen wir da auf jeden Fall Basti. Ich habe auf jeden Fall richtig Bock, ey. Eins muss ich noch sagen, ich dachte echt, dass es voll ist, aber es ist echt überhaupt gar nicht voll. Wir fahren jetzt auch gerade schon los und ja, ich dachte wegen 9 Euro Ticket ist es echt voll hier. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Gerade so einen Kaffee schön vorbeigebracht. Mein Tisch sieht so wieder so aus, aber beste Digga, jetzt noch einen Kaffee auf entspannt. Es geht los. Oh, Göttingen Hauptbahnhof, da fährt mein Zug weg. Wir sind da. Es ist jetzt nicht so regnerisch wie in Hannover, aber auf jeden Fall stark bewölkt. Da sind wir. Ich muss so auf Klo, ne, aber ich warte auf Basti, damit wir zusammen runtergehen, weil ich kenne mich überhaupt nicht aus, ey. Das ist Basti sein Zug. Ja, ich freue mich richtig, Basti endlich das erste Mal zu sehen. Ich weiß nicht, ob er mich schon gesehen hat, aber ich glaube, er ist weiter hinten. Er ist da in der Richtung. Ich gehe mal hin. Jetzt noch kein Basti in sich. Ich glaube, ich sehe ihn. Ich glaube, ich sehe ihn. Ich glaube, ich sehe ihn. Da ist er. Der allererste. Geil, ey. Wir gehen jetzt gerade zu Burger King, gönnen uns da noch mal was zu. Ja, frühstücken, Burger King natürlich. So, wir haben uns jetzt bei Burger King was Entspanntes geholt. Und Basti hat sich auch was Leckeres gegönnt. Besonders Frühstück. Ja, na klar. Ich muss dir mal in den Kommentaren schreiben, was fühlt ihr mehr? Sei ehrlich, Basti. Burger King oder Mc's? Schwierig. Also ich habe lange nicht mehr bei Burger King gegessen. Das Fleisch ist auf jeden Fall geiler, aber bei mir ist, glaube ich, Mc's. Ich glaube, Mc's ist auch so ein... Oh, ich weiß nicht. Ich kann mich wirklich nicht entscheiden. Am Göttinger Hauptbahnhof. Basti hier gerade Insta-Story aufnimmt, ist auf jeden Fall ein wilder Hauptbahnhof hier. Ich bin hier gerade im Level-Up-Konferenzraum. Hier ist der wunderschöne Basti. Hallo. Ist auf jeden Fall geil. Haben wir uns hier ein bisschen was gezeigt. Ich zeige euch auch gleich mal ein paar Räume. Wir erraten hier gerade Waffen. Also doch, Basti. Klar, was ist? Nein, also das ist schon Ende. Ja. Sieht ein bisschen aus wie Fleischwolf. Ist doch klar, was ist. Hä? Warte, wie hält man die Waffe denn? Hier ist der Trigger. Das ist das Magazin. Oh, ah, ich weiß, diese Nagelpistole. Ja, ja, ja. Nagelpistole, ja. Zeig, was du kannst. So, okay. Bereit? Ja, ja. Bitte. Das passt zwar, glaube ich, nicht, von der Linksseite. Meist für den Oschi. Das wird, glaube ich, zu groß. Das ist der Schaft, ne? Scheiße, das passt nicht. Geil, ich mach's hier einfach dünn. Warte. Sollst du Sniper sein? Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Oh, chill. Warte. Ist auf jeden Fall ein Sniper-Gewehr. Ja, ach so. L118A? Ja. Nicht die L118A, ich weiß nicht. Also aus Warzone. Aus Warzone. Halt Lauf noch. Ja, ja. Ah, ich weiß, wie die Waffe heißt. Die benutzt du immer. Du hast diesen Mastercraft, wo diese so fliegen kann. Ja. Tundra. Ja. Die Tundra ist es. Ist das? So nett, seid ihr aus. Ja, es ist passt, okay. Ne? Ist okay, hat man aber erkannt. War okay. So, Basti macht also heute die Level Up Anmisch Challenge. Bin gespannt. Okay, warte, darf ich noch kurz analysieren, die Dose, bevor es losgeht? Bist du bereit? Nein, ich bin gar nicht bereit. Okay, ich bin mal gut, setz mal an. Warum gucken auch alle zu? Okay, also bei los geht's los. Ich stelle mich rein, bei los geht's los. Kannst du eine kleine Antwort machen? Ja, guten Tag. Ich versuche hier mich nicht zu blamieren. Ne? Das ist wichtig, aber ich gebe mein Bestes. Ich habe schon sehr viele Dosen aufgemacht, so schwer kann es nicht sein. Ich bin bereit. 1, 2, 3, 4. Das ist nicht ganz gut geworden. Aber es geht auch auf jeden Fall.
Hello there. Warum sind das so leise? So, und. Ah, Digga, das reicht. Na gut, oder? Bist du aufgeregt? Ich bin aufgeregt. Wie geht's dir? Ich bin mich verkacken. Ich habe euch gesagt, ich werde den Rekord knacken. Und da würde ich mal sagen, fangen wir direkt mal an. Oha! Oha, er macht echt gut. Er macht echt gut. Oh, alles vergisst. Er macht zuerst Pulver. Zuerst Pulver? Ja, Ja. Junge, das ist einer von denen, die im Stehen abwischen. Was ist denn da los? Oha! 23 Sekunden. Ja, 23 Sekunden? Ja. Gib Check. Fast Rekord, 22 Fast Rekord. Nein! Ich hab so mein Geld hier. Ey, das hab ich so perfekt aufgemacht. Ja, ja. Das macht gar keinen Sinn. Vor allem, ich dachte mir so, während er es gemacht hat, so, was machst du? Ich so, mach doch erstmal Wasser rein. Nein, weil sonst bist du nochmal hier gelaufen und dann. Oh, was war das denn? Ey, das war wirklich echt schnell, ne? Wie clean das ich glaub, aufgemacht Top wurde. Ich glaube, Top 3 safe, oder? Mit 23 Sekunden? Top 2? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er jetzt nach No Hand Gaming die Nummer 2 ist. Was? Das ist kein Scherz. Aber vor allem, er sagt so confident noch so, ich habe gesagt, ich werde einen Rekord machen und los geht's. Ist der Beste in diesem Jahr und das wird wahrscheinlich auch der Beste in diesem Jahr bleiben. Ja. Merkt euch das, Beste in diesem Jahr. Jetzt kommt die X-Challenge. Das ist ein recht geiler Raum, kommt die X-Challenge. Aber man kann ihn doch auf Null stellen, oder nicht? Also es geht nee, bei... Ich glaube, der arbeitet trotzdem. Der muss halt erstmal runterkühlen. Aber super laut Musik drunter. Versuche auch laut zu reden. Das hier sind jetzt gerade die neuen Level Up Hydration Edition. Ich mache jetzt hier gerade die neue Angus-Challenge und... Würde ich mal sagen. X-Challenge. Sehr aufmerksam, Max. Sehr gut. Wir haben jetzt gerade die neuen Level Up Hydration Drinks. Wir machen hier jetzt gerade die X-Challenge. Ich bin jetzt dran und mal gucken, wie schnell ich es schaffe. Fertig, Digga. 6,6. Stark. Das war heftig. War das ehrlich? Ja, 6,5 Sekunden. Nice, nice, nice. 6 Sekunden? 6,6, ist okay. Schmeckt, ne? Mo, du machst dir heute einen guten Namen. Ja, ich bin auch voll mit Level Up. Stark, ey. Stark. Sehr nice. Selber, du hast gesagt, du bist der Bierkönig und kannst schnell exen. Oder was auch immer. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gut exen kann. Aber ich lasse Taten sprechen. Ne? Man sagt ja, Taten sprechen mehr als Worte oder so, ich bin nicht ganz sicher. X-Challenge, gib mein Bestes. Galaxy mein Favorit. Bereit, ihr seid. 3, 1, 2, 3. Was? 3,47. Was? Ich hab gesagt, ich bin gut. Digga! Digga! Der hat das... Was? Basti, was sagst du zum Rekordhalter? Ich bin zufrieden. Ey, du hast den Mund nicht zu voll genommen, sagen wir mal so. Ich hatte ein bisschen Angst, ich war kacke, aber irgendwie habe ich mich dann noch kacke gefühlt. Ey, krass, krass, wirklich. Mein Name ist Sifo und ich bin heute das erste Mal im Level Up Studio im Office. 40 Portionen in einer Dose. Jeder von euch kennt mittlerweile Level Up. Wir haben die größte Sortenvielfalt. Also es gibt ja mittlerweile über 30, 40 verschiedene Geschmäcker. Uiuiui, hübscher Mann, was machst du jetzt? Ich mache jetzt hier so eine Anmoderation oder so ein Werbevideo für Level Up. Bin gespannt, ey. Ist sie warm? Ja, mir ist warm. Kannst du mir Handy Brain geben? Das ist dein Lieblingsgeschmack. Ja. Was ist euer Lieblingsgeschmack, wenn ich fragen darf? Learning Pool. Und Game on the Beach, safe. Game on the Beach, schon mal getrunken. Hab ich auch gar nicht mehr im Kopf. Mhm. Genau, uns machen und dann... Denke, das passt. Jetzt zum Shaker greifen. Abstellen, jetzt nochmal richtig Happy Song. Und dann vielleicht so eine Jubelszene gleich. Last Man Alive. Okay, noch mal eine. Okay, noch eine Jubel. Okay, ist Last Man Alive, du holst ihn dann, okay? Ja. Stell dir vor, du machst einen Quickscope. Kannst aber aufstehen oder du musst mal sagen, so, let's go, Chat. Lass mal live, du snipst ihn. Ja! Oh mein Gott! Ey, das ist schwierig, Alter. Ich schieb den Schlitz aus, immer so weit weg. Ja, sehr geil.
Das passt, wo? Ja. So, wir essen jetzt hier gerade schön bei Level Up. Basti, gönnt sich. Ja, was ist das nochmal? Irgend so eine Chicken Bowl mit Gemüse und gesund. Ja. Echt geil hier zu sein, ey, wirklich. Das Outfit of the Day, by the way. Das habe ich heute an. Wir haben hier jetzt gerade ein paar Sachen gemacht, gegessen und alles, Digga. Ist auf jeden Fall geil, macht mega Spaß hier. Wir haben hier gerade unsere Outfits ready. Das ist Basti. Er sieht so clean aus, ne, wirklich. 50er-Jahres-Style, mashallah. Zeig mal mein Outfit. Boah, wirklich so schön, der Mann. Und jetzt haben wir hier den Fresh aus Miami Beach. Kartellbus El Mohammed. Oh yeah, sorry, das ist alles. Ja? Sieht sehr clean aus. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Ist schon gut cool. Aus, oder? Gut, bye. Ready? Ja, klar. Oh yeah. Hier gleich schön die Bilder machen. Aber gut gefallen. Du könntest einen riesen Hai machen, der ist verfolgt. Wie soll ich jemandem erzählen? Ich hatte auch noch, was für eine Salto gehört. Salto? Oder kann der Shaker einen Salto? Der Shaker kann was? Wir sind jetzt langsam fertig. Wir hatten wirklich einen super Dreh bei Level Up. Es hat mega Spaß gemacht, wirklich. Die Leute hier sind einfach nur nett. Und wir haben hier gerade ein paar Sachen aufgenommen und alles. Wirklich 10 von 10. Das ist mein zweites Outfit gewesen. Haben ja jetzt insgesamt mein normales. Dann noch einmal das mit dem 50er-Jahres-Style. Und dann jetzt nochmal das hier. Also der gut aussehende. So, ich zeige euch nochmal ein bisschen. Hier ist die Level Up Küche. Hier haben wir ihn gerade auch gegessen. Und hier haben wir auch die Mix Challenge und alles gemacht. Ist auch so viel geile Geschmäcker und alles. Ne? Und hier kommt man halt zu dem Drehraum. Ne? Hier ist das Studio, wo wir alles aufgenommen haben. Hat auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Wirklich geisteskrank. Sag mal was zum Vlog. Wie war der Tag heute? Unglaublich geil. Wirklich. Also, unglaublich krasse Erfahrung, oder? Ja, also, das war wirklich viel zu geil. Boah. Und allein, dass wir uns auch einfach getrieben haben. Digga, komm. Boah, wieso? Ja, und Basti ist nicht 1,81, damit die Bescheid wissen. Ich bin 1,81. Komm. Ja, komm. Ich hab gerade die Schuhe an. Ja. Das ist jetzt auf jeden Fall geiler geworden. Wir laufen jetzt hier nochmal und uns ein leckeres Eis jetzt bei Mc's. So ein geiles Wetter, ne? Wir sind hier gerade bei Mc's. Basti ist da, Dennis ist da, Max ist da. Gönnen uns hier gerade einen McFlurry auf entspannt. So, wir sind jetzt schon am Hauptbahnhof. Wir haben noch baba viel Zeit, ne? Ich hab eine halbe Stunde, nur noch anderthalb Stunden. Also, wo kann ich gleich? Ja, ich muss noch bis 20 Uhr hier hocken, ey, Alter. Ich weiß gar nicht, welchen Gleis musst du nehmen? Ich muss, glaube ich, so 10 oder so. Gleis 9. Hier. Aber ich hab noch eine halbe Stunde Zeit. Lass noch irgendwo in die Stadt oder so was snacken. Gibt's so richtig Stadt oder so? Ja, gibt es, aber guck mal kurz Karten auf. Wenn ich das angucke, wir sind so hier. Hier so sind wir, aber Göttingenstadt ist so hier rechts davon, weißt du, das ist alles die Stadt, so wo Karstadt ist. Das ist so, hier ist ein Zentrum, wir sind halt so voll außerhalb. Dafür haben wir jetzt keine Zeit, also du könntest theoretisch mal los. Mal gucken, vielleicht machen wir das gleich, ne? Ja. So, wir sitzen hier gerade am Hauptbahnhof. Der Tag heute war? Oh, unglaublich. Geil, Mann, wirklich. Also, die Leute da sind so nett, ne? Krasse Erfahrung jetzt beide. Aber wenn man dann vor der Kamera saß, das gemacht hat, war es auf jeden Fall schwer. Alle unglaublich korrekt. Also jede einzelne Person, angefangen von wir Dennis. Wir haben ja auch unser... Grüße gehen raus an Dennis. Grüße gehen raus. Wir haben Dennis das erste Mal getroffen. Ist von uns beiden der Ansprechpartner. Liebe. Und der ist wirklich... Nur Liebe an dich. Und dann haben wir auch noch ein paar andere getroffen. Mit Max haben wir uns richtig gut verstanden. Ja. Und ja, Nils auch richtig alle, korrekt. Auch alle. Der Rest des Level-Up-Teams wirklich richtig korrekt. So, Basti, sein Zug kommt gleich. Meiner kommt erst um 20 Uhr. Wann kommt deiner? 19:06. 19:06. Oieiei. Wo ist denn mein Zug hier? Ich weiß gar nicht. Eigentlich hier. 9? Wie heißt der? Gleis 9. ICE 276. Super. Basti, was sagst du? 20 Minuten zu spät? Super Ding. Super Ding. Geil. Wir haben hier einen kleinen Expos. Hier ist Basti. Von der Größe, ja. 1,81. Momo 1,88. Ich 7 cm kleiner. Macht ja. Sinn. Ja. Zeigen wir das andere? Hier. Das andere rechts. Ja, was denn? Zeig es. Digga. Hallo. Wir haben uns hier gerade noch mal eine zweite Ladung Burger King gönnt. Zwei Whopper, Cola. Was hast du gegönnt? Zwei Crispy Chicken. Crispy Chicken. Brustessen. Ich hatte Hunger, haben wir so viel gegessen. Vorher bei WK haben da zwei Burger gegessen, haben wir dort was bestellt, so ein geiler Bowl gegessen, habt ihr auch schon gesehen. Wir haben Y-Food getrunken, gegessen. Wirklich so viel gegessen, ich esse auch gerade so viel. Zweimal Whopper bestellt, jetzt nochmal zweimal Whopper, dann auch das Y-Food. Ne? Das ist echt. Wow. Cursed. Basti, dein Zug ist da. Ah, Waggon 3. Komm, dann let's go.
Basti. Ich liebe dich. War ein geiles Wochenende. Wir sehen uns. Wir sehen uns auf Fortune's Keep. Auf jeden, Digga. Jo, bis dann, ne? Ciao, ciao. Bis dann, Basti. Ja, und da geht er, Digga. Da geht er. War auf jeden Fall echt wild, Basti zu sehen. Warte, es geht mal da hin weiter. Das war's, ey. Basti ist gegangen. War für mich wirklich ein Tag, den ich nicht vergessen werde. Ein unvergesslicher Tag. So Spaß gab bei Level Up und alles. Und dies und das. Das war wirklich geil. Und mein Zug kommt jetzt in einer halben Stunde ungefähr. Ich gönne mir das 9-Euro-Ticket gerade, deshalb kommt meiner ein bisschen später. 10 von 10, ich hoffe, dass Basti auch schnell wieder sehe. Ihr müsst euch vorstellen, ich und Basti kennen uns mittlerweile 2 Jahre ungefähr. Und das war heute das erste Mal, dass wir uns zusammen getroffen haben. Das müsste jetzt mein nächster Zug sein. 20.09 Uhr kommt der, Hannover. Wir haben es jetzt, fehlt noch ein bisschen, ne? Das müsste mein Zug nach Hannover sein. Muss jetzt eine Stunde fahren und dann muss ich nach Hannover noch mal eine Stunde warten und dann noch mal eine Stunde fahren, meistens. So, wir haben einen Platz im Zug. Wir müssen jetzt eine Stunde fahren und in Hannover geht's dann ab nach Bremen. Da muss ich noch eine Stunde warten und ja, natürlich. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car in a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car in a giddy up. Fake ist. Da hinten steht, wir haben hier WLAN, aber wir haben hier einfach kein WLAN, Digga. So broken. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snake. Hannover Hauptbahnhof, da sind wir. Ja, der Hauptbahnhof sieht schon auf jeden Fall besser aus. Ich muss gerade gucken, wo Gleis 12 ist. Ich glaube, in der Richtung. Das ist echt hart. Mein Zug ist da ganz unten. 22.20 Uhr. Ja, da ist er doch. 22.20 Uhr RE. Ich muss eine Stunde warten, was soll ich hier machen, ey. Ich bin so alleine. So, wir sind hier gerade in Hannover Hauptbahnhof, Digga. Ist hier absolut tot, Digga. Jedes Mal, wenn ich Vlog machen will oder so, ne, Bruder, was soll ich hier machen? Einfach tot. Guck mal, vielleicht findet man hier was, einen geilen Laden oder so. Und dann gehen wir einfach mal rein. Ich bin gerade ein bisschen in der Stadt rum, ey. Guck mir das alles hier so an. Ich glaube, ohne Scheiß, ne? So tagsüber bockt sich das Baba hier. Also hier so, man kann hier so mäßig so auf Underground oder so, Digga. Baba geil. Also ich glaube, ich muss hier mal so tagsüber kommen, ey. So geil am Wochenende oder so. Boah, hier ist auch barbar riesig, ey. Die Stadt hier in Hannover bockt auf jeden Fall. Sehr, sehr wild. So, letzter Zug. Abfahrt nach Hause. Ich bin baba müde. Ich komm hier, ich will schlafen. Ich bin 100 Mal eingeschlafen, aber Digga, das Licht hier ist so hell, Digga. Flashbang, ich schwör's euch, Digga. Es ist 23.30 Uhr ungefähr, Digga. Ich bin immer noch im Zug, aber meine Bahn kommt jetzt gleich an. So ungefähr 10 Minuten. Da sind wir wieder im Bremer Hauptbahnhof. Ich werde jetzt einen Bus nehmen, nach Hause fahren. Ey, ich bin so K.O. Ne? Es ist jetzt gleich 0 Uhr. Bodenlos. Ich denke aber auch, das war's mit dem Vlog. Das war's aus Bremen, ne?